Mit ein paar aus der Produktion habe ich doch relativ eng Kontakt in der Vergangenheit gehabt. Die Verwandlung ist mir deswegen schon sehr wichtig. Ja, da stecke ich Kraft und Energie rein. Sogar vor einem Zahnarztbesuch schreckt Marco nicht zurück. Herr Dr. Knapp. Schönen Morgen, Herr Hammer. Das sind die. Meine Dritten. Was ist das? Ist das Dreck oder soll das so sein? Das ist Absicht. Okay, bin gespannt. Kann ich mir vorstellen. Mhm. Gut, sitzt. Fühlt sich gut an. Stören tut nichts. Nix. Lispeln tut es auch. Nicht nur das Aussehen, auch die Aussprache verändert sich. Steht ein bisschen vor, oder? Ja. Ein bisschen hasenmäßig. Susi ist süße Sahne. Bin gespannt. Arbeiten muss zunächst einmal Marcos Friseurin. Jetzt wird spannend. Heute wollen wir dich verändern. Also, ich habe dir ein bisschen längeres Haar mitgebracht. Dachte ich, mit Zopf. Ja, das passt zu mir. Eine Woche lang soll Marco niemand erkennen. Wenn eine Heavy-Metal-Frisur dabei hilft, immer her damit. Zumal sie schöne Erinnerungen weckt. Ich bin mit 19 auf einem Metallica-Konzert. Fertig ist das Umstyling, aber noch lange nicht. So lange war ich noch nicht einfach so. Hauptsache, die Zeit ist gut investiert. Ich fühle mich schon verändert. Ich bin ganz gespannt auf den Spiegel. Der große Moment. Auf Undercover-Mission gehen wird Marco als Roland Schneider. Das ist er. Wow. Komparse bei einem Seeräuberfilm. So stelle ich mir den vor. Ja, ich denke, das kommt der Person von Roland Schneider näher. Die Klamotten für Roland Schneider sind neu. Das Ohrloch hat Marco noch von früher. Das war zu meinen Bundeswehrzeiten, da haben wir uns alle Ohrlöcher stechen lassen. Da durfte man es nicht, deswegen haben wir es mit einer ganzen Gruppe gemacht. Einfach aus Gag. Das ist noch eine junge Sünde von damals. So, passt. Noch ein bisschen mehr Pirat wie vorher. Ich bin gespannt, ob ihr einen erkennt. Auf diesen Anblick muss die Welt vorläufig verzichten. Marco Hammer verschwindet. Und an seine Stelle tritt Roland Schneider, Schlosser auf Jobsuche.